Herbe Heimniederlage für den Schwerner SC. Der neu formierte Meister und Pokalsieger unterlag den Roten Raben aus Wilsiburg in eigener Halle klar und deutlich mit 0:3. Viel Arbeit also noch für Trainer Felix Koslowski und die Spielerinnen. Schon das Auftaktspiel beim Vorjahresfinalisten in Dresden verloren die SSC-Mädels. In Dresden haben wir zum Beispiel eine wackelige Annahme, haben uns im Angriff aber super gut durchgesetzt. Heute war unsere Annahme besser, da waren wir nicht so mutig im Angriff. Dann klappt ein Ball nicht, dann verliert man ein bisschen den Mut, dann traut man sich beim zweiten nicht mehr und da müssen wir einfach abgekühlter werden. Wenn einer nicht klappt, den nächsten was anderes probieren und wieder den Punkt machen und einfach ja, immer mutig gehen. Einen ausführlichen Beitrag zum großen personellen Umbruch beim Schweriner SC sehen Sie später in unserem Programm bei Schwerin Sportiv.